Hallo, wir sind Rosi und Leon von der Jugendredaktion des Tricky-Büros. Heute sind wir für euch in der Trierer Innenstadt und schauen mal, was die Leute hier so zum Thema Kinderrechte wissen. Los geht's! Kinderrechte sind? Jo, Kinderrechte sind, was halt? Jetzt haben sie mich überrascht. Kinderrechte sind, was soll ich jetzt darauf antworten? Wichtig, ja. Lebenswichtig. Das Wichtigste, was wir auf der Welt haben. Ja, ich denke mal, das sind wichtig. Gut. Wichtig. Freie Menschenrechte. Ja, Recht vom Kind. Wichtig. Sehr wichtig in heutiger Zeit. Oder eigentlich immer schon. Kinderrechte sind wichtig, weil... Ja, weil es den Kindern gut gehen soll. Sie die gesamte Gesellschaft beeinflussen und einfach da, müssen da sein. Ja, Kinder auch ihr Recht haben, wenn sie sich entsprechend benehmen. Weil ich 6 Kinder habe. Weil wir ja mal von den Kindern leben werden. Die sollen ja mal meine Rente bezahlen nachher. Weil ich einfach glaube, dass es Kinder gibt, die ein Sprachrohr, also die, wo sich jemand für einsetzen muss, die ein Sprachrohr haben müssen. Kinder geschützt werden müssen. Weil sie selber nicht zu Wort kommen. Weil Kinder unsere Zukunft sind. Weil sie für das Aufwachsen der jüngsten Menschen sehr wichtig sind. Dass meine Kinder schützt. Weil Kinder die Zukunft sind. Sie sind gut für ihre Entwicklung. Ja, die jungen Leute müssen beschützt werden. Mehr wichtig, weil sie haben ein Recht. Kinder haben das Recht auf... Eine gute Erziehung, gute Schulen. Freie Meinungsäußerung. Versorgung. Freie Entfaltung. Elternliebe, auf eine Wohnung, auf Essen, Trinken und Unterkunft und Fürsorge. Freie Wahl ihrer. Tja. Verpflegung. Liebe. Entsprechende Rechte, die ihnen zustehen. Freie Wahl der Bildung, freie Wahl der Freunde, freie Wahl der Religion, freie Wahl des Willens. Freiheit und behandelt zu werden wie vernünftige Menschen. Gute Erziehung. Wärme, was es halt so gibt. Auf eine gute Unterrichtung und Unterricht, ja. Leben. Und genug zu essen. Reicht doch. Die Kinderrechte wurden niedergeschrieben von? Das ist eine gute Frage, die ich aber leider nicht beantworten kann. Gibt es überhaupt ein Kinderrecht? Der Natur. Oh, von? Das weiß ich nicht, Entschuldigung. Von wem? Ich denke von, das weiß ich nicht genau. Parlament? Erwachsen? Von unserem Gesetz. Okay. Gesetz von Deutschland. Eltern. Von der UNO eventuell? Die Kinderrechte wurden niedergeschrieben von den Vereinten Nationen. Sie wurden in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten, die am 20. November 1989 verabschiedet wurde. Im Grundgesetz wurde festgehalten. Oh, da steht irgendwas drin, aber ich weiß es nicht. Oh, da gibt es eine ganze Menge und das ist so groß, was für die Kinder fest... Ich hoffe nur das, was für Kinder festgehalten wurde. Also bezüglich der Kinderrechte wäre mir jetzt nichts bekannt. Ich denke mal, das sind ja eher Menschenrechte. Ja gut, Kinderschutzgesetz zum Beispiel. Immer. Dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ja, dass die Kinder halt entsprechende Rechte haben. Da wurde irgendwie festgelegt, so viel ich weiß. Ja, dass Kinder fürsorglich behandelt werden sollen und dass die Eltern für die Kinder einstehen sollen.
1949 wurden im Grundgesetz erste auf Kinder bezogene Rechte festgehalten, wie zum Beispiel der Schutz der Familie und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Bis jetzt wurden allerdings noch nicht alle Kinderrechte ins Grundgesetz übernommen. Außerdem gelten Kinder weiterhin nur als Objekte. Ich würde an der Umsetzung der Kinderrechte verbessern. Ja, Schulbildung ist wichtig, zum Beispiel. Ganz normal. Ich will nicht. Ich kenne die Kinderrechte nicht, deswegen kann ich da kein Urteil geben. Ja, die Unterdrückung teilweise mal so ein bisschen aufzuheben. Mehr Schutz für die Kinder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was da drin steht. Die Grundlagen für die Versorgung der Kinder im Rahmen der Ausbildung und der familiären Betreuung. Ach, die sind noch relativ gut. Mir reichen sie. Zum Schluss unser Fazit. Jetzt haben Sie mich überrascht. Tja. Da bin ich schon mehr.